Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Sandra Rose Fröhlich. Heute mit dem Thema Ernährungsberatung online, das heißt kostenlos für euch. Wie soll das ablaufen? Die Grundidee ist, dass ihr die Möglichkeit habt, all eure Fragestellungen mir zukommen zu lassen über alle digitalen Wege, die für euch die Möglichkeit bieten oder über die Kommentare. Die Grundidee ist dann, kennen vielleicht einige von euch auch, dass Fragestellungen beantwortet werden. Das heißt, ich schaue mir das an, was ihr für Wünsche habt und würde dazu jeweils ein Video machen und euch natürlich teilhaben lassen. In der Praxis ist diese Fragestellung auch schon ein paar Mal hochgekommen. Und jetzt habe ich, na, wie das manchmal so ist, ein bisschen überlegt und gedacht, ja, können wir ja mal ausprobieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr Fragestellungen oder vielleicht Mythen oder wenn ihr irgendwelche Irritationen habt. Manchmal erlebe ich das ja, dass man mehrere Bereiche hat, wo Ernährungsberatungsempfehlungen es gibt, sei es Heilpraktiker, sei es Fernsehen, sei es Radio, sei es Zeitschriften oder natürlich heute auch Social Media. Es gibt ja unendlich viele, die weder eine Kassenzulassung haben noch die richtige Berufsausbildung in meiner Branche. Also ich bin ja eine der wenigen, die zur Schule gegangen ist und 3 Jahre gelernt hat und dann seit ja, über 20 Jahren, fast 30 Jahre jetzt in dem Beruf unterwegs bin. Ich bin zusätzlich Diabetesberaterin, das heißt auch über den Weg können wir einfach schauen, was vielleicht eure Wünsche sind. Manchmal geht das Thema Ernährung und Wunde oder Ernährung im Wundbereich. Da ich selber im Rahmen der Diabetologie auch noch den Wundexperten gemacht habe, wäre das natürlich auch möglich. Ich freue mich auf euch und bin ganz gespannt, ob das was für euch ist. Also wie gesagt, kostenlose Online-Ernährungsberatung für euch. Ihr bekommt dann ein Video und könnt sozusagen auf meinen Kanälen dann einfach schauen, was an, ja, Ergebnissen es gibt. Ich freue mich auf euch, wünsche euch erstmal einen tollen Tag und bin ganz gespannt, was kommt. Ganz liebe Grüße zu euch und habt einen schönen Tag. Tschüss!